Wir machen unser freiwilliges soziales Jahr in der Denkmalpflege in der Einsatzstelle Oldenburger Wallmuseum. Dort vollführen wir sehr viele handwerkliche Tätigkeiten. Unter anderem bauen wir eine Tür nach einem Fund aus Burg Lenzen. Diese wird nach einer Nut- und Federkonstruktion gebaut und mit einem Muster bebohrt. Die gesamte Tür wird schwarz gefärbt und das Muster wird mit einer weißen Kalkfarbe hervorgehoben. Wir befinden uns auf dem Haus, bei dem wir gerade die Tür eingebaut haben. Hier haben wir vor kurzem ein Rehdach abgerissen und sind gerade dabei, das Ganze mit einer neuen Holzschindeldeckung zu decken. Bei einem Seminar der Jugendbauhütte Lübeck haben wir das Decken eines Daches mit Holzschindeln gelernt und setzen das jetzt bei diesem Dach wieder um. Ein anderer Aufgabenbereich von uns ist die museumspädagogische Arbeit. Dabei arbeiten wir an zum Beispiel Aktionstagen mit Schulklassen oder Gruppen von Besuchern. Führen wir mit den verschiedenen historischen oder auch handwerkliche Tätigkeiten durch, zum Beispiel das Bearbeiten von Speckstein zu Amuletten oder zu anderen Figuren. Ja, da wollen wir einfach, dass vor allem auch Kinder an diese historischen Tätigkeiten rangeführt werden, mit den Händen arbeiten und sehen, wie auch damals die Slawen schon Dinge bearbeitet haben. Zum Beispiel mache ich hier gerade ein Pferd aus Speckstein. Das ist eine sehr schöne Aufgabe für Kinder, um einfach mal mit den Händen zu arbeiten. Dies war ein kleiner Einblick in unsere Einsatzstelle. Wir hoffen, es hat euch gefallen.